Hi Leute, hier ist Jake. Heute mal mit einer Kurzvorstellung wieder mal eines ungewöhnlichen Messers. In dem Fall ist ungewöhnlich, dass es sehr viel leichter und kleiner ist als die normalen Messer, die ich euch zeige. Es ist aber keine Miniatur, sondern es ist das kleinste Fahrtenmesser, was so im Solinger Programm ist. Es hat eine 7 cm Klinge. Fangen wir mal mit der Scheide an. Dieses Messer wurde in den 70er oder 80er Jahren hergestellt. Damals hier mit einer schön geprägten Scheide aus typischem Pressleder. Aufgeprägt erkennt man ein Schloss. Dann Nadelwald. Einen Hubertus-Schriftzug. Und ganz unten, wenn man genau hinschaut, erkennt man zwei Jungen, die ein Lagerfeuer gemacht haben. Ja, mit vier Nieten. Es ist zusätzlich vernäht mit einer kleinen Gürtelschlaufe. Ja, so sieht das Messer aus. Auch ein typischer Vertreter der Outdoor-Messer aus Solingen, das Fachtenmesser in seiner kleinsten Form. Ich sag mal die Daten vom Messer. Das wiegt leichte 42 Gramm, hat eine Gesamtlänge von 15,6 cm, eine Klingenlänge von 7,5 cm inklusive Ricasso. Die Schneide ist 7 cm. Die Klingenstärke beträgt 3,4 mm. Ja, man kann erkennen, es hat einen Flachschliff, steht aus rostfreiem Solinger Stahl. In dem Fall dann auch wie üblich ein Messingparierplättchen und dann kommt der Griff, der ist in dem Fall aus Lederscheiben plus Kunststoffscheiben in Grün und Weiß. Zum Abschluss sieht man den Aluknauf und die verdeckte Verschraubung in dem Fall. Der Fachten-Erl steckt hier drin und wird hier hinten verschraubt. Für kleine Hände ist dieses Messer tatsächlich geeignet. Oder vielleicht für einen, wenn man größere Finger hat, für einen Dreifingergriff. Oder eben, damals war es wohl konzipiert eher als Pfadfinder- oder Kindermesser. Es ist sehr scharf, man muss also aufpassen. Ich zeige euch jetzt mal zum Vergleich nochmal ein größeres Modell mit der 15,4 cm langen Klinge. Das wiegt aber auch 171 Gramm und hat eine Gesamtlänge von 25,2 cm. Die Schneide ist auch gut doppelt so lang. Nur die Klingenstärke ist nicht so bedeutend größer, 3,4 zu 4,5 mm. Aber man erkennt die Verwandtschaft, beziehungsweise erkennt, dass es beides Solinger Fahrtenmesser sind. Einmal hier von Hubertus und hier ist der Hersteller Widder. Die Piel OHG. Jo, das war's wieder mal. Schönes kleines Sammelstück aus Solingen. Das Hubertus 7 cm Klingenmodell vom Fahrten- oder Outdoor-Messer. Jo, das war's wieder mal. Bis demnächst. Ciao.